Moin und jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Out London. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Flughafen und rennen hier durch die City und wurden von fiesen Füchsen angegriffen. Natürlich haben wir dann am Ende der Folge noch eben ein paar Sachen verkauft. Genau da waren wir. Stehen nämlich noch ein bisschen Milch. Und dann wollten wir hier lang, ne? Ja. Und dann hat es so angefangen zu nebeln und zu regnen. Obwohl, Nebel im Regen ist eher unwahrscheinlich, aber hey. It's only a game. Wombel haben wir auch schon getötet. Ja. Da ist die Straße kaputt. Da bin ich immer gespannt, was es hier gibt. Ja. That was Grandma Plays the Numbers by Winoni Harris. Lass mich hier rüber. Danke. Sports, Olivia? About of badminton here and there. Why? I had a während meiner Spielesitzung hier heute, ich nehme das hier ein paar Folgen wieder am Stück auf, ist das Spiel jetzt noch kein einziges Mal abgesmiert. Toi, 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 toi. Toi. Was ist das denn hier? Das sieht so von Barrikadieren aus. Ich glaube, das ist der Flughafen, wa? Und wenn er irgendwie rein... Und eines Tages werde ich Basisbesitzer. Eines Tages. Früher oder später. Und damit ist lustig, die ganzen Sachen aus dem Koffer nach dahin zu schleppen, weil ich nur schnell reisen kann und mich bewegen kann, wenn ich das Gewichtslimit nicht überschritten habe. Wie kommen wir denn da hin? Jetzt wieder die Mauer. Hier komplett einmal rumrennen oder was? Hm. Ja, da waren wir aber glaube ich schon, ne? Aha. Oder? Ja, das mussten wir von der anderen Seite irgendwie öffnen. Mhm. Wie kommen wir da jetzt rein? Naja, da müssen wir wohl irgendwie von der anderen Seite dahin, oder? Ich könnte auch versuchen, hier einfach rüber zu slippern, aber irgendwie will der Stock hier nicht. Nein. Das wird ja wohl einen offiziellen Weg da reingeben, ne? Wenn es auch irgendwo ein Museum gibt und so. Wir haben ja da schon ein paar Gebäude, gesehen. Gebäude, ja. Genau, Gebäude. Weißt du Bescheid, ne? Schwer ist nicht schlecht dafür. Nahkampfangriffe. Besser als ein Cricket-Schläger oder ein Biatkühl oder so. Irgendjemand muss das ja hier dicht gemacht haben. Das hier ist kein Tor, ne? Ja. Gehen wir einfach mal hier lang. Ah, da ist der Eingang. It's all over but the crying by the ink spots. Flughafen Biggin Hill. We have another paid advertisement here. Strahlte Liste. RAF Kapelle. They've paid us to advertise that enrollment is now open for the next school year. Don't delay. Hier Schönes. Your child's education cannot wait. Miss Bruner's school for the children of Eastminster. Your children are our future. Klingkorn. Up next, we have perhaps one of the most hauntingly beautiful songs out there. Mutzigen Aschenbecher. I do adore the ink spots. Almost as much as I adore hosting with you. Thank you, Roger. It's time for I don't want to set the world on fire. Ja, genau das. Who does?
5 mm. Ja. Diffusion. Ja. Aber wenn die Eggplants sind, dann sind die doch bestimmt auch wieder Trojanen, oder? Denn hier? Ist hier irgendwo mal eine Werkstatt? Das würde sich doch perfekt eignen als Base hier. Jo! Wir haben noch keinen Zugang zu dieser Werkbank. Warum nicht? Wieso? Was soll da? Tür unzugänglich. Tür unzugänglich. Wieso nicht? Ist das gemeint? Ich kann hier noch nichts machen. My dear friends, I know that the world outside can be harsh and unforgiving. But we have found a way to live in harmony with nature, to coexist with the trees and animals. We must protect ourselves from outsiders, but not with violence. No, we must remain calm and tranquil. In the face of danger, we must practice meditation and yoga to strengthen our minds and bodies, to be at peace with ourselves and with the world around us. But make no mistake, my friends, we cannot be soft, we cannot be weak, we must be strong and resolute, for there are those who would seek to destroy us. We must be vigilant and prepared to defend ourselves, but we must do so with a clear mind and a pure heart. We must not let fear and anger consume us, for that is not the way. We must be the example for others to follow, to show them that there is a better way. Remember, my friends, we are all connected. We are all part of the same tree of life, and we must treat each other with respect and kindness. We must be the caretakers of this land, to protect it and preserve it for future generations. Together, we can create a world where the trees and the animals thrive, where peace and tranquility reign. Let us be the change we wish to see in the world. Moin, coole Ansprache. Well, well, well. Look who's come to visit old Gordon. What brings you here, my friend? Ja, moin, ich bin Special Agent Agent K. Wer bist du denn? Well, my friend, I'm a mutant. A tree man. A mutant with the ability to move and communicate like a human. It's not exactly a common sight, but I like to think I make the wasteland a little more interesting. May I inquire as to what has brought you to our humble settlement? Ich brauch Tickets, hast du Arbeit? Ich erkunde gerade die Gegend. Bis demnächst. Ich bin auf Ihre Segnung gestoßen und wollte sehen, ob ich irgendwas tun kann, zu helfen. That's very kind of you. But we're doing all right for the most part. We have enough food and water to get by. And we've even managed to build some defenses to keep the hooligans and mutants at bay.
Of course, there's always room for improvement. But we're managing. Actually, now that you mention it, there is one thing you could help us with. We've been having some trouble with a group of dryads that have been harassing our followers on the road. If you could take care of them, we'd be very grateful. I have no idea why they've been getting so aggressive. They usually leave us be. Noch mehr über diese Dryaden wissen. They're a threat to the people living nearby. They attack anyone who comes near the airport. And they're getting bolder. We need to take them out before someone gets hurt. Ja, ich zum Beispiel, was ist eine Dryade überhaupt? Dryads are people infected by bug plants. Those brown things. They release some form of toxic pollen particles that infect everyone and slowly turn them into dryads. It's horrible, friend. The process is slow and painful. But once fully transformed, the dryads become one with the forest. Also. A dryad has a deep connection with nature and the ability to control and manipulate plant life. Not everyone infected by the bug plant becomes a dryad, though. Some simply die from the infection or become something else entirely. It's a strange and unpredictable process, but one that has been a part of the wasteland for as long as anyone can remember. Caused by that Geck explosion. They're a threat to the people living nearby. They attack anyone who comes near the airport, and they're getting bolder. We need to take them out before someone gets hurt. Yo, wo kann ich tend to hang around the other end of the airport. It's a dangerous place to be, but that's where they've been spotted the most. Okay, ich nehme den Job an. That's very kind of you. I appreciate your willingness to help, whether you agree with the mission or not. If you take care of these dryads, you'll make the area safer for everyone. Thank you for agreeing to help, my young friend. It's not every day that a stranger wishes to offer their assistance. May nature bless you. Ich hoffe ja mal, dass ich hier einziehen kann. Wir essen hier die ganze Zeit hier. Käferpflanzen hier, Käferfrucht. Wenn jetzt hier schön ist. Gordon ist lebendig. Töte alle Dryaden. Okay, das sind ein paar. Dann gehe ich erstmal hier rein. Also sieht so aus, als könnte man hier eine Base bauen, ne? Leer, ist leer, ist Kappe. Ausbotenmütze. Oh, eine Splinter, genau, noch ne. Schrotpatron. Was ist da drin? Kriegen die eine Haarklammer wieder. Haben wir denn hier? Ryan! Hallo, meine Süßen! Ach toll. Ja. Ich sehe meinen Vorrat an. Right away, schon wieder schwinden. Oh, right away. Geil. Schnelle 9 mm. Sehr viele Kocher hier, aber
Auch nicht anders zu erwarten, auf einem Flughafen. Here at Crystal Palace Radio. Eieruhr, nehmen wir auch mit. Da ist ja das Gesangbuch. Well, Miss Bruna's School for the Children of Eastminster is the best. Noch mehr Haarklammern. Super Genie. Thank you very much. Come on down to Charlie's Fruit and Veg Shop. Ja, super, da ist man. Delicious greens at criminal prices. Oh, richtig fette Kakenake. Another illicit business perpetrating their crimes through our airwaves. I'm not sure, Roger. For one, they forgot to put in an address. Kommt nach mal nach hier. God bless London Town, eh? This next song is a request from regular listener Carl W. Oh, hello, Carl. Gar nicht. He says, I picked Rocket 69 because it's my favorite number. Rocket Carl, 69, Rocket come on. 69. This is a family show. I don't get it. What does 69 mean? You know what? It's better you don't know. You know. That fuse down. Oh nein. Erst noch eine leuchtende. Ah, lass mich in Ruhe. Zeit für Schrotflinten, Johnny. Wo bleibt eigentlich mal wieder der mysteriöse Fremde? Au, 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 au. Ah. Sag mal. Und das fiel down. Die hat gar nichts. Kann ich da durch? Nichts. Oh, ich habe nicht genug Münzen. Schade. Sonst ist hier nichts am Start, ne? Nö. Nein, nein. Okay, das Gesangbuch haben wir. Und wir sollen ganz für die Drehordnung bringen. Alright. 69 by Todd Rhodes and his toddlers. Featuring Connie Allen. Sollen wir in die Kapelle. Coming up next. Dann werden wir mit den Drehern da hinten den Boden wischen. Ab in die ERF-Kapelle. Hat er nicht irgendwas gesagt von wegen Museum oder was? Oh, vielleicht ist das ja nicht gemeint. It's never mind. Da sehe ich doch schon was. Naja, wenn es so was ist. Ja! Das ist ein riesiger Marienkäfer. Und eine Leuchtpizze. Nice. Und der ist auch ja. Der ist sofort gestorben. Das Buch. Was haben wir denn hier?
Londoner Schlösser. Schlösser knacken wird immer einfacher. Ja, geil. Ich muss niesen. Entschuldigung. Nehmen wir mit. Dr. Pflanzi. Ja, kann man gut brauchen mit Stimpaks und so weiter. Jo, geht auf jeden Fall einfacher. Nehmen alles mit. Dann kommen wir wieder raus. Hallo? Oh, wir können es knacken. Gesangbu. Nice. Abgestanden. Rückkehr zu Typen. Ja, aber es fehlt doch noch was. Das waren doch noch nicht alle. Wir sollen ja hier noch zum Beef jeder Bürger. Oder? Such a wonderful tune. Recollage, das. Kalter Fall. Ah, okay. Finden Sie Lazarus Versteck? Ja. Ah. Eine liegt bei Sid. Das können wir auch noch machen. Das müssen wir auch noch machen. Oh, wir haben noch genug zu tun, Leute. Pistol packing Mama is up next. Ah. Gibt's hier nichts? Nee, ich wollte das ausmachen. Dann werden wir mal die Dryaden da drüben verkloppen, ne? Da waren wir schon. Oh, ein schöner Innenhof hier. Aber ich hoffe, wir können dann eigentlich die Base bauen, ne? Aber ich werde die Sachen dann eben offscreen hin und her transportieren. Komm her. Au. Komm her. Bin ich aber dran. Eine Chance auf Treffer. Zack, oh, eine Dose. Da ist nichts drin. Hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Außer ein Haufen Müll. Nichts. Schade. Noch fettes Gebäude. Eine Schüssel, ich habe Schlüssel gelesen, ne? Kein Schlüssel. Pistol Packing Mama by Vic Schorn and his Orchestra. Ja. Und noch mehr von den Viechern. Ah, das hier. Guck mal hier. Ran Pierscher. Legendär, na super. Komm her. Mach dich doch kaputt, oder? Oh, eine Gamma-Kanone. It's a quaint corner of Captain. And it's a wonderful team. You can always find us there every Friday. We're in the love seat. I mean, regular seat.
Zack. Das hat schwer immer noch die bessere Wahl hier. So, nochmal jemand hier. Olivia, ein bisschen davon. What do you call a ghoul football player? Oh, was können wir noch essen? Knusprige Marienkäfer, gib mir. Käfer vor, ich glaube, wir verkaufen die, ja. Come on, that was a really good one. Roger, when it comes to your jokes, you're an excellent radio. X, please. Oh my god. Yeah. Au. Komm her. Oh, ein Superkleber. Ah, die hängen da hinten eben fest. Zack, nächste. Zack. Und. Ah, schicke Haarbürste. Sammle 1000 Herstellungsressourcen. Ja, nice. Doppelschuss, Dienstgewehr. Oh, geil. Das ist ja Bombe. Das heißt, wir machen damit Doppelschaden. Geil. Ist ja mega. Und es lief doch ganz gut, ne? Bis auf das wir ein bisschen verstrahlt wurden, aber ich muss ja sowieso nochmal nach Sam's Haven Market. Und dann kann ich mich da auch mal ein bisschen vom Red befreien lassen. Brauche ich dafür keinen Red Away verschwenden. Das mache ich ja so ungenie. Right. Nehmen wir mit. Er friert ein bisschen der Baum. Zellen. Nice. Nice. So langsam kommt nochmal richtig Brennstoff zusammen. Ich meine Munition. So, da müssen wir nicht raus. Muss mich, ja. Gutes Deutsch wieder. Name ist Harry. Echt großer Platz hier, ne? That was Worry, Worry, Worry by The Three Sons, featuring the Sunmaids and Artie Dunn. Ja, mal speichern hier. It's time to shake your tail feathers here at Crystal Palace. Find your nearest partner and dance along with us. Das ist ein verdammt großer Baum, ne? Good rocking tonight. Show me how you boogie, Olivia. Oh, Roger. Und da sind die letzten Wein. Back. Kurze Runde, 25% mehr Schaden. Ich würde gerne Gorn. Ja, aber erst will ich hier noch alles fertig lohnen, ne? Weiß, was es hier sonst noch so gibt. Fusionszelle, Metallrüstung, gebündelte Sepp-Pistole. Oh. Endlich mal eine Laserpistole. Nice. Sonst gibt es hier nicht so viel, oder was? Aber
nochmal erkunden, wenn Wetter besser ist. Wir gehen zurück zu Gordon. Die nehme ich noch mit hier. Vielleicht können wir da ja mal was richtig Geiles rauskochen oder so. Oder wir verkaufen die einfach anschließend oder sowas. Ich glaube, ich will die nicht mehr futtern, nachdem ich weiß, dass die so komische Pollen in sich haben. Aber Wetter ist natürlich auch wieder echt geil. Ne? Ah, hier gibt es Wasser. Hm. Oh, darf ich jetzt eine Base bauen? Ich will Base bauen. Zumindest haben meine ganzen Sachen irgendwo im Zentrallager, wo man sie auch mal benutzen kann. Wenn ich immer irgendwelche Werkbänke irgendwo suchen muss oder so. Oh, es ist erledigt. I wasn't expecting you so soon. Have you come back to bask in the glory of our humble settlement? Ja, so ungefähr. Ich habe alle Dryaden für dich ermordet. Hey Gordon, ich bin zurück. Ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir gestellt hast. I'm so glad that you've been able to help. Those Dryads were causing a lot of trouble for travelers trying to get to the airport. Happy to see things are a bit safer now. Thank you, though. It's good news either way. We can't have them preying on our people like that. I must say, I am sad to see those Dryads go. I always considered them like my kin. Aggressive kin, but kin. But I knew they had to be dealt with one day. But that's what troubles me, the aggression. They were never normally that bad. Something has changed. You see, there is a laboratory below our settlement where I was mutated into this form. I fear that something has happened down there. Something that has caused the Dryads to act out of character. May I ask for your help again, my friend? I need you to go down there and investigate. I apologize for the lengthy story I'm about to give, my friend. But I believe it's important to understand the history of our settlement and the events that have led up to the current situation. I was there when the issue started. My partner and I. We both worked for the Ministry of Information. We had agreed to work on a project designed to help the war effort. We had spent long hours in the lab with the sole goal of trying to reverse engineer a Garden of Eden creation kit that the government had found, confiscated from the Americans. We worked together in the lab for years, experimenting with the Garden of Eden creation kit. We were so close. Not just as colleagues, but as partners, in every sense of the word. But then, the unthinkable happened. The project went terribly wrong, and the kit exploded. I was turned into a tree, and my love, he didn't make it. I miss him so much. Every day, I feel like a part of me is missing. But I know he would want me to carry on, to keep living, and to keep fighting for what we believed in. That's why I need your help to uncover the truth about what really happened in that lab. While I don't think that my partner's death and the explosion are what is causing the Dryads to turn more hostile, something has clearly changed in their environment. And since I believe the lab is the cause of it, it's the most logical place to start. I'll do whatever it takes to find out, to get to the bottom of this, and find out what really happened. The lab is located deep in the forest, near the old abandoned ruins. Be careful. The area is heavily irradiated. Oh, what is in Garden of Eden? It's a device used to create a lush and fertile environment, capable of sustaining plant and animal life, even in the harshest of conditions.
Unfortunately, it can also be extremely dangerous if used improperly. Ja klar, I need you to go to the lab and see if you can find any clues as to what's causing the dryads to get so aggressive. I fear the worst. Kann ich hier noch weitere Fragen stellen? Anything you need to know, I will answer. Was ist, wenn eine Explosion passiert? It was a terrible day. My partner and I were working in the lab, trying to reverse engineer the Geck. We knew the risks, but we believed that the potential benefits were worth it. The Geck was unstable, and we knew that there was a chance that something bad could happen. But we never expected it to be as catastrophic as it was. Kannst du mir noch mehr über die Explosion erzählen? Ah, yes. It was a tragic event. My partner and I were working on reverse engineering the Geck when something went terribly wrong. There was an unexpected reaction, and the device suddenly became more unstable. It was a massive explosion. The entire lab was destroyed. And my partner was caught in the blast. I was able to escape, but I was badly injured. I've been living as a tree ever since. Und was hat die Explosion verursacht? Hast du eine Ahnung? It's hard to say for certain. We were experimenting with the Geck in ways that had never been done before. It's possible that we made a mistake somewhere along the way. Or maybe it was just a freak accident. It's also possible someone else was involved. Some form of sabotage. We were keeping our work under wraps, but there were always rumors circulating about what we were doing. And of course, there are always those who would prefer to see the world remain as it is, rather than taking a chance on something new. It's entirely possible that it was someone who didn't want us to succeed in our work, but I'll never know for sure. Maybe it was us. Maybe it was them. Ultimately, it's irrelevant. The result is the same. Mit deinem Partner passieren, ne? He was closest to the device when it exploded. I hardly managed to get out myself. It was the last time I saw him. It's possible that it was destroyed in the explosion. But it's also possible that someone took it. If you come across any information about the Geck, please let me know. Ja, das sehen wir noch. Ja, vielleicht kann ich mehr darüber herausfinden, was wirklich passiert ist. Thank you, my friend. It would mean a lot to me to finally have some closure on this matter. Wie hast du ein Partner kennengelernt? It was a difficult time for both of us. But being able to work together made it a little easier. We were both passionate about our work. But as we spent more time together, I couldn't help but feel drawn to him. At first, I didn't know what it was. But then, one day, we were sitting together, and I felt this warmth in my chest. It was like nothing I had ever experienced before. I knew then that I was in love with him. We kept our relationship hidden, of course. Smythe would have never allowed it. And not because of anything untoward, but just because their love was their work, and they felt we should be the same. But we were happy together. At least, for a while. Might. Wie hast du überlebt? You see, I believe that the explosion of the Garden of Eden creation kit
somehow affected me differently. Maybe it's because of my genetic makeup, or maybe it was just pure chance. But ever since that day, I've been slowly transforming into this tree man. At first, it was just a few leaves here and there. But over time, it's become more and more pronounced. I don't know what's going to happen to me in the end. Maybe I'll keep transforming until I'm nothing but a statue in the ground. Or maybe I'll revert back to my old self. But for now, I'm trying to make the best of what I have. And that means helping those around me and protecting them from the dangers of the wasteland. Ja, du solltest dich vielleicht mal stutzen lassen. Ne? Gibt's ein Heilmittel? I'm sorry to say, but there's no cure for what happened to me. The transformation is irreversible. Well, there are certain remedies that can help ease the physical discomforts of being a tree man. But they're only temporary measures. As for slowing down the process, there's no surefire way to do that either. It's just something I've learned to live with, as best I can. Ich kann's obenrum ein bisschen kürzer machen. Ich hab ein Schwert dabei. Wäre eine Holzachsenheilmittel. I suppose that would be one way to do it. But I think I'd rather stay a tree than become firewood. Okay, war eine Frage. Ja, sorry. Na gut, ich werde dich auf jeden Fall reisen. Great news. Thank you for your assistance, young one. Und dann suchen wir Broomley Pinder. Was ist denn das? Versuchen Sie Broomley Pinder. Hier vorne direkt, oder was? Okay, da hinten ist das anscheinend. Schätze ich mal. Wir können rein. Oder auch nicht. Unzugänglich. Lässt sich nicht öffnen. Weil noch was, was wir braten können. Oh, ein Bratenburger. Oh, ein lecker Fuchssteak hier. Bisschen Red. Knuffriger Marienkäfer. Wommlei. Geringe Gesundheitsregeneration für 2 Stunden. Okay. So. Können wir jetzt das Ding hier benutzen? Das ist voll gemein. Der Ort ist stark verstrahlt. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ah, noch über 100. Meter. That was Orange Colored Sky by Nat King Cole. Ah, okay. Was ist hier? It's time for a paid advertisement. So. Or rather, an unpaid advertisement this time. Ja, dann gehen wir mal rein, Leute. Aber das machen wir dann leider erst in der nächsten Folge. Then come on down to the candle market, where pomade is on sale. Dann gehabt euch mal wohl.
Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Und ein riesen Dankeschön geht raus an meine monatlichen Kanalunterstützer Gerd Lorenei, Sascha Teves, Istalto, Nageltermin, Hate und Du und Stefan Freunde. Riesen Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.